Ach du Scheiße, wir beschäftigen uns heute mit Copy AI. Das ist ein KI-basierendes Tool, womit man Texte schreiben lassen kann, Texte umschreiben lassen kann und noch vieles mehr. Ist das nicht krass? Ui, das Video fängt da schon an. Gut, dass du da bist. Dann können wir uns direkt mit Copy AI beschäftigen. Aber dann stellen wir uns noch einmal die Frage, sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Copy AI, was ist das eigentlich? Wie eben erwähnt, ist Copy AI eine künstliche Intelligenz, die für dich die Arbeit macht. Menschenähnliche Texte generieren, ohne dass das einer merkt. Krass, oder nicht? Damit kannst du Produktbeschreibungen schreiben lassen, Blogbeiträge, Titel, Überschriften umschreiben lassen. Und noch vieles mehr, das werde ich gleich noch im Video erläutern, wenn wir auf der Seite einmal sind. Wir gehen einmal auf unsere Lieblings-Google-Maschine und gehen unsere Lieblings-Google-Maschine-Suchmaschine ein und geben hier Copy AI ein. AI auf Deutsch gesagt, kannst du einfach mal eintippen und gehst hier auf Google suchen. Dann müsste das einer der ersten Beiträge sein, Copy AI. Und nun sind wir hier auf der wunderschönen Seite und können uns die Seite gerne angucken, welche Informationen die uns liefert. Aber wir beschäftigen uns erstmal mit der Frage, was kostet das Ganze? Was kostet Copy AI? Ist es kostenlos? Und dazu kann ich ja sagen. Bis zu 2000 Wörtern die Software gratis verwenden, ohne Probleme, ohne Angaben von irgendwelchen Rechnungsinformationen oder so. Das kannst du oben bei Pricing, also bei den Preisen, gern nochmal nachgucken. Und genau heißt das, $49 im Monat kostet das und du kannst dann unendlich generieren lassen. Generieren hin oder her, wir wollen uns natürlich anmelden. Das können wir oben rechts bei Login machen. Dann können wir uns hier direkt mit unserem Google-Konto da einfach anmelden oder du machst das ein bisschen komplizierter und machst das direkt über deine E-Mail, dann hast du aber deinen eigenen Account ohne Google, wie du es gern haben möchtest. Jetzt fragt dich, welches Google-Konto du verwenden möchtest. Da wählst du natürlich deinen eigenen Konto aus, wenn du mehrere hast natürlich. Dann fragt dich, wo hast du das Ganze gefunden und wofür willst du das gerne verwenden? Die Fragen musst du einfach beantworten. Kannst du natürlich auch überspringen, aber ich habe es immer beantwortet. Bam! Und schon sind wir auf der neuen Seite. Oben rechts kannst du einmal die Sprache einstellen. Das ist nämlich wichtig, sonst generiert ihr ja irgendwelche englischen Texte. Da musst du auf jeden Fall schon mal das einstellen. Stellen wir einmal um rechts, stellen wir es einmal auf Deutsch und dann können wir direkt losstarten. Links ist wahrscheinlich, du musst links auf das Projekt klicken, New Projekt. Nein, du musst erstmal unten in der Kategorie auswählen, was du gerne erstellen möchtest. Und wenn du jetzt unten auf einer der Projekte klickst, dann werden die sich aufklappen und dann kannst du direkt da auswählen, was du erstellen möchtest. Na, hast du was gefunden? Dann klick jetzt auf einer der Projekte, die du gerne erstellen möchtest. Ich habe jetzt da einmal Hashtag ausgewählt und wähle einfach mal einen Text aus, den ich so generieren möchte. Dementsprechend, was du da erstellen möchtest, ob das jetzt ein Beethoven-Text ist oder du gerade am Beet am Hegen bist. Nein, Spaß beiseite. Du gibst es einfach deinen Text ein, die Informationen, die du gerne haben möchtest. Da ist manchmal fragt er nach Keywords, nach Beschreibung oder nach Titel. Die musst du hier eintippen, damit du daraus die Texte generieren kann oder möchte. Text eingeben und was kommt raus? Die Hashtag. Geil oder nicht? Du kannst das Ganze auch mit Emojis machen. Passt dir die passenden Emojis da rein, die der dann für passend empfindet oder auch nicht. Muss man halt dann entscheiden, ob die dann wirklich passen. So, ich habe jetzt mal links alles aufgeklappt und dann siehst du ja schon, meine Güte, da kannst du dich echt totschlagen mit den Auswahlmöglichkeiten, um dann die Texte zu generieren. Aber da musst du dich dann auch selber reinfuchsen. Du kannst dir auch die Texte umschreiben. Das müsste dann da irgendwo drin stehen oder schreiben lassen. Dann kannst du da die Keywords mit reinmachen. Dann schreibt ihr dir aus den jeweiligen Keywords die Texte heraus. Und gibt es Alternativen dazu zu Copy AI? Ja, natürlich gibt es da 10.000 Tools, wo du wirklich, das sage ich jedes Mal, aber es ist leider so. Da gibt es wirklich sehr viele und es kommen jederzeit neue auf den Markt. Es ist einmal Casper AI, dann White Sonic nennt sich das. Simplify It. Da kannst du dich einfach mal reingucken. Natürlich gibt es noch mehr, aber dazu kommen bald noch mehr Videos. Und was ist meine persönliche Meinung über Copy AI? Dazu kann ich nur eins sagen. Es hat sehr viele Auswahlmöglichkeiten, aber wir müssen da einen weiteren Faktor mit reinbeziehen und das ist nämlich Deutsch. Ist dieses Tool perfekt für Deutsch? Dazu kann ich nein sagen. Nein, ist es nicht. Neuroflash zum Beispiel ist auf Deutsch optimiert. Ist es sogar ein deutscher Betreiber. Neuroflash ist auch ein Schreibtool, was dir gratis Texte generieren lassen kann und das natürlich um einiges besser. Und wenn ich jetzt sage, hey Google, sing mir ein Lied. Mein Lied, das soll dir sagen, ich bin für dich da an allen Tagen. Ladedi, ladedu, ladeldi, daddeldi, dadeldu. Mein Lied, das soll dir sagen, du kannst mich alles fragen. Ladeldi,
Ladeledu, ladedi, ladedu. Mein Lied, das soll dir singen. Ich bin besser in anderen Dingen als singen. Ladedi, ladedu, ladedi, ladedi, ladedi.